Hier, auf diesem ehemaligen Acker, hat Gabi Lindinger vor einem Jahr begonnen, eine artenreiche Blumenwiese anzulegen. Wenn jeder so Ecken hat, dann haben wir schon wieder für die Natur was gewonnen. Hunderte heimische Wildstauden hat die Gärtnerin vorgezogen und gepflanzt. Auf der restlichen Ackerfläche eine spezielle Wildblumensaat ausgebracht. Doch Blüten reichen nicht. Gemeinsam mit Lebensgefährte Franz Bachschneider schafft sie deshalb Lebensräume. Ich arbeite und nein, sie schafft auch. Nein. Wunderbar. Schön, prima. Ob Totholzhaufen oder Feuchtbiotop. Das wird hochspannend. Doch gelingt es wirklich, den Acker in eine artenreiche Blumenwiese zu verwandeln? Es ist Mai. Vor genau einem Jahr hat Gabi Lindinger hier die ersten Pflanzen gesetzt und gesät. Noch etwas zaghaft zeigen die Wiesenblumen Farbe. Und wie steht es mit dem Feuchtbiotop? Es fühlt sich immer wieder von selber. Also insofern, das Wasser ist klar. Wenn es lang nicht regnet, natürlich wird es fast trocken, ist auch klar. Aber die überleben das ja draußen auch. Insofern, es passt, wie es ist. Du auch, gell? Hast recht, ja, genau. Frösche und Kröten haben den Mini-Teich für sich entdeckt. Vögel nutzen ihn zum Trinken. Am Rand der Wiese ist der Totholzstapel mittlerweile von Blüten umrahmt. Auf und vor allem unter den morschen Holzresten rührt sich einiges. Was alles wirklich drin lebt, an ganzen kleinen Insekten, das ist schon faszinierend. Und das alles, was drunter lebt, kann man gar nicht mehr sein. Von daher passt das schon. Also sie schauen immer wieder nach, prüfen die Löcher, ob es passt für sie. Und es ist schon spannend. Die Großen habe ich jetzt nicht gesehen, wo sie abgelegt haben. Aber sie sind da. Die kleinen wilden Bienen. Gabi Lindinger ist überzeugt, das ist erst der Anfang. Denn Vielfalt braucht Zeit und Raum zum Wachsen. Innerhalb eines Jahres ist aus 400 Quadratmetern Acker eine blühende Wiese entstanden, deren Artenreichtum noch zunehmen soll. Darauf hoffen Gabi Lindinger und Franz Bachschneider. Ich möchte was sehen. Das ist ja das, was im Endeffekt, ja, vielleicht konnte ich es nicht erwarten, bis das wirklich wächst. Aber im Großen und Ganzen, es ist ein gutes Projekt. Ja, und hat sich rentiert. Hat sich rentiert, wenn du siehst, die Haufen Schmetterlinge. Also ja, wirklich. Die Schmetterlinge auf alle Fälle. Schauen wir mal, wie sich das die nächsten zwei Jahre entwickelt. Wird wieder anders ausschauen. Ja, aber dann kommt man ins Resümee ziehen, hat sich das wirklich rentiert oder darf man sowas noch mal machen? Ja. 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 Völlig. Ja. 30.000 heimische Insektenarten gibt es noch. Viele sind auf solch artenreiche Flächen, die spät und schonend gemäht werden, angewiesen zum Leben und Überleben. Hunderte von Arbeitsstunden hat Gabi Lindinger in ihre Wiese investiert, beim Pflanzen, Bauen, Jäten. Entstanden ist ein Rückzugsort für eine Vielzahl von Lebewesen. Es gibt ja auch Kraft zurück, muss ich sagen, wenn ich das jetzt so sehe. Und das macht ja auch was mit einem. Und die ganz andere Geschichte, wo ja alle Gärtner eigentlich sagen, ist, dass man, eben, wenn man was macht oder mal auch nur da sitzt, beides eigentlich, dass man, so geht es mir, einfach gedanklich abschaut. Und die Gedanken sind dann fliegen weg, sage ich mal. Und man ist ganz bei sich. Insofern kommt da auch das Wort Achtsamkeit eher mit rein als die Mühe. Also die Achtsamkeit mit sich, dann kann ich auch achtsam mit anderen sein. Ob ich jetzt da den Plätschern ausstich oder ob ich an der Blume rieche, ist für mich tatsächlich gleich, glaube ich. Irgendwie schon. Okay?
schöne Geschichte, muss ich sagen. Und das, also wir müssen das ja, bewahren. Einfach nur bewahren, das tut schon gelangen. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei, dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.